Hallo, meine lieben Kreativvölkchen. Schön, dass ihr da seid. Und hallo an all die Neuen. Schön, dass ihr da seid. Schnappt euch eine Tasse Kaffee, Kakao oder Tee. Macht's euch bequem, denn ich habe einen schnellen Haul für euch. Ein Action-Haul mal wieder. In letzter Zeit war ich sehr, sehr viel bei Action. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine... Das ist irgendwie so eine Sache bei mir. Ich bin sehr oft bei Action. Sagen wir es einfach mal so. Und ja, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Fangen wir mal an. Ich habe was mitgebracht für meinen Hund. Und zwar klebt da was dran. Das ist von mir, das sollte da nicht dran kleben. Eine Fließdecke. Es wird Winter, Herbst, die Cozy-Zeit, die wir so haben, also die kuschelige Zeit. Und auch die Hunde, also sowohl Flauschi als auch Gurke, die wohnen ja jetzt beide bei meiner Mom. Also ich habe Flauschi nicht mitgenommen. Habe ich ja schon mal erzählt. Aber die beiden lieben es einfach, sich einzukuscheln, sind halt Kurzhaar. Und von daher ist eine Decke niemals verkehrt. Und ich dachte, da lasse ich meine Decke springen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was ich euch darüber erzählen kann. Es ist eigentlich eine ganz normale, weiche Fließdecke vom Action. Riecht jetzt nicht weder angenehm noch unangenehm. Also wenn angenehm, Tendenz zu angenehm, ansonsten eher neutral. 1,30 Meter mal 1,60 Meter ist 100% Polyester. Ich bitte euch, ist für die Hunde, ich weiß, klar können wir jetzt auch andere Dinge nehmen. Aber ich denke, für Hunde ist es okay. Die Haaren Flauschi hart wie verrückt. Wie verrückt. Die ist bald schwarz. Flauschi ist schwarz. Glaub mir, die ist bald anders farben. Hat gekostet 2,99 €. Fand ich eine coole Sache. Freut sie sich bestimmt drüber. Über Decken freut man sich eigentlich immer. Und ich glaube, für meine Mutter ist das auch mal wieder ganz gut, dass sie eine neue Decke hat. Dann kann einer auch eventuell wieder gehen. Wenn nicht, kommt die dann erst im Frühjahr weg. So, dann in der Weihnachtsabteilung habe ich dieses kleine süße Ding gefunden. Das ist ein Christmas Gingerbread. Also ein Strickset, nein, Häkelpaket. Ein Häkelset, Häkelpaket klingt so strange. Das klingt irgendwie so wie eine wollnere Beleidigung. So nach dem Motto, du Häkelpaket, du. Entschuldigung. Ja, es ist halt ein Häkelpaket, also es ist ein Set. Wir gucken mal rein. Ich war schon neugierig. Ich musste unbedingt reingucken. Also das ist jetzt für mich nichts Neues, es tut mir leid. Gekostet hat es übrigens 4,49 Euro. Hier haben wir ein Scan Me für die Instruction, um sie herunter zu laden als PDF. Und um sie hier für Häkeltechniken, für Videos. So. Inhalt ist Polyacrylgarn, Bastelwolle, Häkelnadel, Stopfnadel und Anleitung. Also gucken wir mal rein. Wir haben hier ganz viel Zeug und noch mehr Zeug. Und tatsächlich war es das auch. Ich finde das Häuschen so süß. Hier haben wir schon mal die braune Wolle, die Grundwolle für den Gingerbread-Mann. Dann haben wir das rosane. Einen ganzen Hauch, also es ist wirklich nur ein Hauch von grün, schwarz und blau. Für die Knöpfe, also Knopf. Pink haben wir mehr, weil Knöpfchen und hier oben das. Rot, nein, rot ist hier gar nicht. Blau und grün, genau. Und schwarz dann die Augen, die Augenbrauen, die Augen und der Mund. Und dann haben wir nochmal weiß für hier die Teilchen und hier oben. Und rot für die Mütze. Hier haben wir dann die Häkelnadel. Und da nebenbei auch ganz freilebend hier die Stopfnadel. Ich weiß gar nicht, steht drauf, was für eine Größe es ist. Ja, es ist eine 3,0. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich irgendwie... Also meine Mutter kann die Unterschiede zwischen guter und billiger Häkelnadel erkennen. Ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch bis jetzt meistens nie Geduld, etwas zu häkeln. Ich kann häkeln, ich kann auch stricken, ohne Probleme. Ich habe nur nie die Geduld. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, sich das Set gekauft zu haben. Wenn nicht, gebe ich es meiner Mom, ob sie mir das häkeln kann. Dann
kann sie das Gingerbread-Männchen auch behalten. Ich weiß nicht. Ich will sie eigentlich häkeln. Mal gucken. Wir gucken mal. Hier ist auf jeden Fall die Wolle, die Watte. Das ist eine, was stand hier? Polyacrylgarn. Nein, doch. Genau, das ist Polyacrylgarn. Die Watte halt. Ja. Und hier ist unsere Anleitung. Wie viele Anleitungen haben wir denn? Wir haben einmal, so sieht das Ganze am Ende aus. Und dann haben wir, okay, ganz viel Blabla. Was für ein Blabla ist das denn? Das ist Polnisch. Okay, das ist garantiert nicht die Sprache, die wir brauchen. Zumindest ich brauche sie nicht. Ich kann mit Englisch noch ein bisschen was anfangen. Französisch wäre ich auch draußen. Niederländisch, Italienisch. Bin ich draußen? Tut mir leid. Bin ich echt draußen? Französisch, Spanisch, Griechisch. Also Französisch und Spanisch so in Ansätzen, aber nein. Bin ich draußen. Dann wird es wahrscheinlich hier sein. Nein. Huch, entschuldigt. Englisch, Deutsch, Häkelpaket, Lebkuchenmännchen. Ich finde, das klingt immer noch so nach du Häkelpaket. Es tut mir leid. Ach. Ja, das ist unsere Anleitung. Wie wir das dann machen, das bei Nummer 1, bei Nummer 2, der Kopf, Button and Cheeks, also die Knöpfchen und die Knopf und das Wangenrot. Boah, finde ich eigentlich süß. Und hier haben wir nochmal eine Bilderanleitung. Ich habe keine Ahnung, wie es wird. Es wird, ehrlich gesagt, ich bin begeistert, wenn ich es überhaupt hinkriege. Mal gucken. Also was heißt hinkriege? Das Technische ist nicht das Problem. Es ist wirklich die Geduld, weil Häkeln benötigt einfach eine Geduld, die ich sonst für Wollarbeiten nicht an den Tag lege. Ich weiß auch nicht, warum ich mit Wollarbeiten so auf dem Kriegsfuß bin. Aber ich dachte mir, das Set wäre ein guter Schritt in die Richtung von, man könnte ja mal häkeln. 4,49 € finde ich mega knuffig. Ist in der Weihnachtsabteilung zu finden. Die haben auch noch andere süße Sets. Also, wenn ihr da seid, wenn ihr Spaß am Häkeln habt, schaut euch da mal um. So, dann, hier habe ich den Preis extra nicht draufgeschrieben. Und zwar wird das ein Teil eines Geschenkes für eine ganz, ganz liebe Freundin. Das ist eine Moneybox. Also, nicht die Freundin, sondern das hier ist eine Moneybox. Eine DIY-Moneybox, die ist zum selber gestalten. Gekostet hat das gute Stück 2,39 €. Und ist mega süß. Haben wir hier auch? Nein, wir haben hier keine Maßeinheit drauf. Also kein. Dann würde ich sagen, messen wir es doch schnell mal aus. Also wir haben in der Breite knappe 14. In der Höhe ohne Füßchen 9,3. Mit Füßchen haben wir dann wieder 11,3 und in der Tiefe haben wir 6,4. Also ist gar nicht so klein. Und ich glaube hier hinten, das ist aufzuschieben. Ich bin mir aber nicht sicher. Es könnte auch gut sein, dass es festgeklebt ist. Sieht festgeklebt aus. Ja, ist festgeklebt. Das heißt, hier hinten, die können wir nicht. Ich packe das jetzt nicht aus, weil ich kann das sonst nicht wieder so ordentlich zusammenpacken. Und wie gesagt, soll echt ein Geschenk sein. Oder Teil eines Geschenkes. Und ja, es soll sichtbar sein, dass es vom Action ist. Ich habe da Ideen mit. Kreative Geschenke sind immer das Beste, damit man den Beschenkten dazu bringt, kreativ zu sein. Also ich glaube, hier hinten, das ist festgeklebt. Und ansonsten, die Platte lässt sich auch nicht rausschieben. Die ist auch fest. Finde ich eigentlich süß, das Teil. Gerade, dass man es sehen kann, hat schon was. Hier ist auch kein Dings drauf. Hier ist auch keine Schutzschicht drauf. So, dann haben die Blumen so. Also die Blume hat mir mega viel Spaß gemacht. Deshalb habe ich mir auch nochmal die
African Violet und die Cineraria. Cineraria? Ich weiß es nicht, was das hier sein soll. Die gekauft. Wir können die gerne nochmal zusammen aufbauen. Also ich habe sie für mich gekauft. Wenn ihr die nochmal aufbauen sehen möchtet, schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Und ihr wisst ja, das ist, das sind die Blumen, die existieren. Die haben wir schon zusammen aufgebaut. Wenn ihr nochmal eine sehen wollt, wenn ihr vielleicht eine davon sehen wollt, runter in die Kommentare. Und wenn ihr eine der anderen sehen wollt, schreibt mir den Namen oder die, also die Nummer dann sozusagen, Blume Nummer 5. Schreibt mir das dann unten hin, also in die Kommentare. Dann sehe ich das und dann können wir das zusammen aufbauen in einem Video. Ansonsten, ich finde die mega süß. Ich finde die super mega süß. Es hat so viel Spaß gemacht. Nochmal zur Erinnerung, die steht jetzt bei mir auf dem Schreibtisch. Hier, das ist sie. Also das ist die Arabian Jasmin gewesen. Und ist die nicht knuffig? Ich finde die mega süß. Ich bin damit echt happy. Deshalb die beiden. So. Und dann wieder etwas, was ich mit euch ausprobieren möchte. Zusammen natürlich. Das Manga Drawing Set. Das ist kein Zeichenset, wenn ich richtig gesehen habe, sondern ein... Wir packen es einfach mal aus, dann sehen wir es ja. Bin jetzt eben am Gucken, ob es jemand schon mal offen hatte. Ja, das hatte schon mal jemand offen. Mal gucken. Hoffen wir dann einfach mal, dass es vollständig ist. Das ist ein Ausmalset. Wir haben... Huch, entschuldigt. 7 Stifte. Diese 7. Ein Blender. Das sind die Twin Marker. Das heißt, das sind die... das sind die Alkoholmarker von Action. Notfalls, falls ich mehr Farben haben möchte, habe ich ja Alkoholmarker hier. Aber ich würde tatsächlich ein Bild mal mit denen hier probieren. Nur mit diesen hier, damit ich einfach weiß oder damit wir wissen, wie gut funktioniert es nur mit den Materialien hier drin. Das sind die Marker. Ja. Obwohl die... stinken gar nicht mehr so schlimm. Wenn ich überlege, die ersten Action-Twin-Marker haben gotterbärmlich gerochen. Die waren ganz, ganz schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Es tut mir leid. Dann haben wir hier einen Highlighter, also einen Highlight-Marker. Der weiße Pünktchen und Striche und keine Ahnung was macht. Und dann Artliner. Und natürlich die 10 Motive. Das sind dieses hier. Ich fand das Set süßer als das andere. Ich blende es euch gleich nochmal ein. Dann hier das. Mit der super süßen Katze. Hier diese mega, mega knuffige Katze. Sie hier. Dann das Mädel. Hier das Mädel. Die Frau im Kimono. Finde ich auch unglaublich schön. Die junge Dame. Das Liebespaar. Darf man natürlich nicht vergessen, wobei ich ihr Gesicht ein bisschen blöd finde. Also klar, Stilrichtungen im Manga sind immer unterschiedliche oder im Anime. Aber ich finde bei der Qualität und dann sowas, vielleicht ist es eine andere Stilrichtung, kann gut sein. Wahrscheinlich ist es das, aber es ist nicht meins. Der super süße Hund, also ganz ehrlich, Katze und Hund war eigentlich der Grund, warum ich es gekauft habe. Und das war es auch schon. Ich hoffe nicht, dass es am Ende so aussieht. So möchte ich es nicht haben. Es sollte schon, das ist okay, das wäre nicht okay. So von der Qualität her. Gucken wir mal. Aber ich habe ja auch noch andere Alkoholmarker, also... wenn die nicht gut sind. Das kommt jetzt auch drauf an, ob das Alkoholpapier ist oder nicht. Es steht tatsächlich nicht drauf. Manga-Zeichenset, Zwillingsmarker auf Alkoholbasis, Blende, Artliner, Highlight-Marker, bedruckte DIN A5 Blätter und eine Anleitung. In die Anleitung gucken wir gleich rein. Notfalls habe ich hier nochmal meine Nuvo-Alkoholmarker. Sind Alkohol, oder? Ja, sind Alkohol. Oder ich habe auch noch, also
Wir können uns durchprobieren. Ich habe auch noch mal welche vom Action, noch mal andere. Wird schon. Gucken wir einfach mal. Dann üben wir einfach mal an diesem wundervoll verliebten Paar. Das würde mich weniger stören, wenn das nicht funktioniert, wie jetzt das hier. Und wir haben hier eine Anleitung. Okay, was enthält die Verpackung? Technik, Mischen mit zwei Farben. Sie haben kein Übungsblatt dabei gelegt. Das finde ich sehr schade. Hervorheben, Vermischen der Farben, Fehler gemacht. Hervorheben, definieren. Und dann, wie es aussehen könnte. Ich wäre mit keinem dieser Ergebnisse zufrieden. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich wäre mit keinem dieser Ergebnisse zufrieden. Probieren wir das nächste Mal einfach eins und schauen uns das mal an. Wäre das für euch okay? Also das wäre okay für mich. Tatsächlich. Das hier zum Beispiel nicht. Der hier auch nicht. Und ich befürchte Schreckliches. Das. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob das für euch okay wäre. Weil ich glaube, ich weiß, für mich ist es nicht okay. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das Alkoholpapier ist. Ich hoffe es einfach mal. Das wird unser Übungspapier. Who am I to judge? Wir werden es ausprobieren. Das ganze Set kostet auf jeden Fall 2,89 Euro. Ich glaube nicht, dass es das wert ist, wenn ich ehrlich bin. Das war jetzt einfach nur so eine Sache von, es gibt es beim Action, ich will es mal ausprobieren. Wie ist der Highlight-Marker? Wie ist das? Macht es Sinn für euch zu kaufen oder tendenziell eher doch nicht? Dass man dann sagt, okay, ja, man kann damit weiterkommen, man kann damit üben. Oder eher, nee, spart euch. Entschuldigung, wartet kurz, ich packe es nochmal ein. Zu sagen, nee, spart euch das Geld, die 2,89 Euro. Kauft euch lieber ein richtiges Set davon. Da gibt es ja auch teurere Sets. Probiert das mal aus. Das werden wir im nächsten Video auf jeden Fall rausfinden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, hinterlasst diesem Kanal super, super gerne ein Abo. Glocke nicht vergessen, dann kann YouTube euch jedes Mal informieren, sobald ich was Neues hochlade. Und, also wie gesagt, wenn es euch interessiert, wäre das eine coole Sache. Oder für euch eine gute Sache, für mich eine gute Sache. Ihr müsst ja auch nicht jedes Video gucken. Guckt einfach nur das, was euch gefällt. Ja, ich glaube, dann bin ich soweit auch durch. Da sind wir nämlich dann auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, kurz und knackig, hinterlasst einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Ihr kennt das im Spiel. Und schreibt doch super, super gerne mal einen Kommentar. Ich freue mich über jeden Kommentar. Auch wenn ich ihn nicht sofort, oder gar nicht antworte. Ich denke an euch, ich lese den Kommentar. Ich freue mich darüber, ich schaffe es nur nicht direkt zu antworten, sehr oft. Aber ihr seid nicht vergessen gegangen, also ich vergesse euch auf keinen Fall. Und ansonsten, habt einen wunderschönen Tag. Macht etwas Schönes mit Menschen, die ihr mögt oder liebt. Bleibt kreativ und wir sehen uns.